In dem heutigen Video geht es um das Thema Lean Management. Wie komme ich dazu? Ich habe jetzt vor kurzem ein Online-Training von der Firma Good Habits besucht und die Firma Good Habits bietet Online-Trainings zu verschiedensten Themengebieten an, unter anderem Kreativität, Produktivität, Online-Skills und auch solche Themen wie Management. Den Link zu dem Online-Anbieter, zu Good Habits, den packe ich hier auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Ja, falls du selber bei der LVM arbeitest, findest du das Angebot von Good Habits übrigens in der LVM-Akademie. Ich besuche solche Trainings immer ganz gerne, weil sie einem selber die Möglichkeit geben, ähnlich wie beim Sport, naja, schon mal Gelerntes oder auch Neues dazuzulernen und alte Sachen auch wieder aufzufrischen. Ich vergleiche das mit einem Halbmarathon. Wenn man irgendwann mal es geschafft hat, einen Halbmarathon zu laufen, heißt das ja nicht, dass man diesen Effekt für immer beibehält, diesen Trainingseffekt, sondern man muss das ja kontinuierlich üben. Ja, jetzt zum Training selbst. Die Trainings von der Firma Good Habits sind alle sehr gut strukturiert. Videoelemente wechseln sich zum Beispiel mit Grafiken und Texten ab und zwischendurch gibt es Aufgaben und man kann sich auch PDF-Dateien zu den Themen herunterladen. Alles in allem würde ich sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt Good Habits von mir wirklich eine gute 9. Also das ist tatsächlich etwas, was sich deutlich von anderen Online-Angeboten abhebt, wie ich finde. Jetzt war das Thema Lean Management und das Training selbst richtet sich eigentlich auch mehr an Führungskräfte, ist aber auch gut für Mitarbeiter geeignet, die Lust haben, auch mal Neues zu entdecken. Und schlussendlich beim Thema Lean Management, um was geht's da? Es geht um möglichst schlanke Arbeitsprozesse. Es sollen damit dann hochgradig individuelle, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen produziert werden und das auch noch in einer außergewöhnlich schnellen Zeit. Der Kundenwunsch ist dabei zentral und steht immer im Mittelpunkt. Außerdem wird ein besonders starker Fokus auf die Arbeitsprozesse gelegt und natürlich auch, wie die Mitarbeiter damit arbeiten. Führungskräfte sind bei dem Ganzen natürlich auch stark im Thema eingebunden, weil die das Ganze begleiten und anschieben müssen. Natürlich ist bei vielen Sachen, wie es so häufig ist, natürlich da auch eine Verhaltensänderung notwendig. Ja, laut einer amerikanischen Studie arbeiten schon viele Unternehmen in Amerika damit und die Fehlerquote bei Lean Management soll laut dieser Studie um bis zu 30% in den Unternehmen sinken, was ja nicht wenig ist. Und was dazu kommt, das ist ja noch viel interessanter, die Produktivität steigt um bis zu 200%. Wie funktioniert das Ganze? Schlussendlich, ich verkürze das hier natürlich total stark, wird der gesamte Produktionsprozess genauestens analysiert. Und die Fragen, die sich dann gestellt werden, warum kommt es im Produktionsprozess in einzelnen Schritten zu Verzögerungen? Wo entstehen Fehler? Warum dauern manche Arbeitsschritte vielleicht so lang, wie sie dauern? Die Aufgabe ist dann für die Mitarbeiter natürlich kritisch zu hinterfragen, wo kommen diese Fehler eigentlich her? Und die Mitarbeiter müssen natürlich diese Fehler auch melden. Also es braucht dazu natürlich eine gewisse Fehlerkultur im Unternehmen, dass solche Fehler erkannt werden und auch an diesen Fehlern gearbeitet werden kann. Führungskräfte müssen dieses kritische Denken dann also fördern und die Mitarbeiter auch immer dazu anleiten, Sachen und Prozesse zu hinterfragen und zu schauen, wie man das verbessern kann. Ja, also es geht immer darum, den Produktionsprozess sozusagen zu verfeinern und schneller und besser zu werden bei dem Ganzen. Und dazu muss man wissen, Lean Management kommt aus der japanischen Autoindustrie. Toyota hat damit angefangen.
Und das Prinzip wurde mittlerweile aber auch von vielen Dienstleistungsfirmen adaptiert. Die Verbesserungen, die dabei entstehen, die sollen ausdrücklich durch den Mitarbeiter selber entwickelt werden. Führungskräfte sollen das Ganze befördern, den Mitarbeiter in die Lage versetzen, eigenständiger zu werden und diese Verbesserungsprozesse anzuschieben. Also da sollen dann Vorgesetzte diese Lösungen, die sie vielleicht sogar selber sehen, nicht vorgeben. Und da das Ganze aus Japan kommt, fällt mir sowas auf, das Streben nach Perfektion. Das kam in diesem Seminar, in diesem Online-Training auch immer stark rüber. Das Streben nach Perfektion ist ja so ein typisches japanisches Element der japanischen Kultur. Perfektion ist halt nie erreichbar, aber erstrebenswert. Und wenn man danach strebt, verbessert man sich, weil man sich ständig hinterfragt. Es heißt dann so schön, besser 70% geschafft als 100% geplant. Eine Technik habe ich mir noch aufgeschrieben hier. Das ist die Frage, wie geht man Dingen eigentlich mal auf den Grund? Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Und in dem Seminar wird halt davon gesprochen, man soll 5-mal nach dem Warum fragen. Nur dann kommt man wirklich zum Kern des Problems und kann dann auch erkennen, wo die grundlegenden Probleme liegen. Dann gab es noch einen größeren Part zum Thema Lean und die Rolle von Führungskräften. Im Endeffekt ist die Aufgabe von Führungskräften zu vergleichen dann wie mit einem Coach, mit einem Trainer im Sport, der dafür sorgen soll, dass sich die Spieler kontinuierlich verbessern. Das heißt, die Aufgabe von Führungskräften ist dann weniger leitend zu sein, sondern eigentlich eher fast beratend oder unterstützend. Die Frage, die sich zum Beispiel ein Trainer wahrscheinlich stellt, ist immer, wie kann ich das Potenzial eines Mitarbeiters, eines Spielers wirklich zu vollen Entfaltungen bringen? Naja, ein Fußballtrainer, der kann nun mal nicht auf den Platz laufen und selber das Tor schießen. Er kann halt nur am Seitenrand stehen und dem Team Tipps geben, besser zu werden und auf bestimmte Dinge zu achten. Außerdem muss natürlich ein Trainer ganz klar die Strategie vorgeben und das Ziel des Ganzen klar kommunizieren. Ja, die Spieler sind in dieser Analogie natürlich komplett selbstständig und das bedeutet letztendlich auch in letzter Konsequenz eine Verantwortung dafür zu tragen, für Erfolg und auch für Misserfolg. Das Ganze verlangt natürlich von Spieler und Trainer beziehungsweise von Mitarbeitern und Führungskräften einiges ab, weil es halt letztendlich immer mit Verhaltensänderungen zu tun hat. Ich habe jetzt noch so viel weggelassen, was noch in dem Training drin ist, wie man den Produktionsprozess analysiert und verbessert und so weiter. Das soll es aber eigentlich auch für heute schon gewesen sein. War ein super Training, kann ich nur sagen. Und wer jetzt Lust bekommen hat, das zu besuchen, Good Habits heißt die Firma. Link ist hier unter diesem in der Videobeschreibung. Und wenn du Lust bekommen hast, mehr von diesem Kanal zu sehen, dann klick doch einfach hier oder hier auf den Abonnieren-Button und dann sehen wir uns demnächst öfter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.